Ich rufe dich an. Nein, nein, nein. Ihre Nummer, sie hat sie eingetippt und es ist sie weg. Wie heißt denn die Angebetete? Ja, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Jedes Jahr an meinem Geburtstag treffen mein Papa und ich uns im Hotel Sacher und essen um Punkt 15 Uhr eine Sachertorte. Das ist es! Ich warte jeden Tag im Sacher, bis sie zu ihrem Geburtstag dort auftaucht. Was, sie schon wieder? Und du gehst wirklich jeden Tag ins Sacher? Ja, dann sollten sie mal den Apfelstrudel probieren. Ist sie das? Ich bin nicht die Angebetete. Weil ich so etwas noch nie gemacht habe. Ich suche eigentlich immer nach Herausforderungen, etwas, das ich noch nicht kenne, etwas Unbekanntes. Und, letztes Jahr war es ein relativ intensives Jahr, sagen wir mal, von den Filmen, die ich gemacht habe, die emotional sehr anspruchsvoll waren. Und plötzlich ist dann das Buch auf meinem Tisch gelandet und dann bin ich so, hey, ich habe so etwas noch nie gemacht. Und mal irgendwann in der Schauspielschule, dann habe ich mir eigentlich geschworen, dass ich nie eine Romantic Comedy mache. aber sag niemals nie. Und nachher ist das, habe ich es gelesen, habe das extrem lustig gefunden und harmlos und hat Witze nicht auf Kosten von irgendwelchen Leuten, sondern einfach so, es ist eine spontane Komik, die mit der Maeve oft entstanden ist, was extrem schön war mit der Hauptdarstellerin. Und ich bin, glaube ich, noch nie so aufgeregt vor einem Film, weil ich einfach das Format überhaupt nicht gekannt habe. So. Und weil man es sonst ja immer riesige Ambivalenz hat oder extrem hohe Beträge, die man muss verhandeln muss, also jetzt metaphorisch gesprochen. Und dort ist es einfach nur, er ist halt verliebt und seine Traumfrau taucht halt nicht auf. Es ist vermeintlich eigentlich relativ einfacher Konflikt. Und das macht es aber auch so schwer zum Spielen, weil der Konflikt aber nicht so gross ist. Und dann habe ich gemerkt, wie extrem Schiss ich habe vor diesem Projekt. Und dann habe ich gewusst, da muss ich es machen. Genau da muss ich es machen. Also bevor Sunrise habe ich natürlich geschaut, das ist auch der Hauptfigur sein Lieblingsfilm natürlich. Insofern muss man den schon gesehen haben, der hat mir auch extrem gut gefallen. Und ich habe schon, das stimmt, ich habe Romcoms geschaut, ich habe vor allem noch etwas gesucht nach etwas, wo man ihm noch etwas Emotionalität geben kann. Also was trifft ihn, was berührt ihn? Und dann irgendwann habe ich so gedacht, ja, wie heisst er auf Deutsch, also auf Englisch heisst er Holidays, auf Deutsch ist Liebe braucht keine Ferien, mit Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet und Jack Black. Recht eine herzige romantische Komödie. Und da habe ich mich erinnert, dass ich da als, Film, als Kind geschaut habe und mir der recht gut gefallen hat, aus der Jude Law, der so etwas näher am Wasserbau ist. Und nicht die Frau, sondern quasi der Mann, der näher am Wasserbau ist. Und ich dachte, das gefällt mir. Und dann habe ich mit der Regisseurin darüber geredet und gefragt, hey, wenn wir nicht das irgendwie einbauen, dass er recht näher am Wasserbau ist, das wäre doch irgendwie noch schön. So, und dann haben wir das eingebaut. So, das ist zum Beispiel etwas, was ich so gesucht habe, etwas Uniques, etwas Eigenes für die Figur, die noch ein bisschen mehr Kanten gibt. Das ist, was berührt ihn? Eigentlich sonst schaue ich, versuche ich immer bei den meisten Sachen nicht so viele Sachen vorher zu schauen, weil ich das Gefühl habe, man geht schon so in einen Rahmen rein, wo man jetzt weiss, ah, so und so spielt man das halt, so und so macht man das halt. Und ich wollte eigentlich immer versuchen, etwas ein bisschen neu zu erfinden, dass ich mich quasi nicht in etwas hineingebe, was bereits gemacht wurde. Ich finde, man kann sich ein bisschen inspirieren, eben wie in meinem Fall. Der Jude Law, der mir dort halt sehr gefallen hat, aber man muss trotzdem immer sein eigenes Ding daraus machen. Wenn es mein Ziel wäre, würde ich natürlich auch wieder so viele Sachen dort essen. Natürlich würde ich das machen für die grosse Liebe. Aber das heisst schon die grosse Liebe. Ich habe das Gefühl, man kann sich überall und immer verlieben. Und ich glaube, der Mensch kann sich mehrfach in seinem Leben verlieben. Weiss ich nicht, habe ich das Gefühl, hoffe ich. Ich glaube, ich würde extrem weit gehen. Sicher. Also aber nicht nur für meine Liebe, sondern für mich ist Liebe auch meine engsten Leute, meine Familie. Die Leute, die mir wichtig sind, die mir am nächsten stehen, für die würde ich alles machen. Super. Ja, es war super. Es war einfach eine gute Zeit. Wir haben gut zusammen gearbeitet, wir haben extrem gut zusammen funktioniert und mit der Tina so viel gelacht zusammen. Ich kenne das schon eher von anspruchsvolleren Filmen, mit einer Thematik, die ein bisschen anspruchsvoller oder ein bisschen schwieriger sind, dass man auch extrem sucht nach dem Lachen oder nach diesen leichten Momenten und so. Aber das war halt einfach eine schöne Zeit. Ich habe noch nie so gut geschlafen bei einem Film wie bei dem. Es ist mir so keine Albträume gehabt von irgendwelchen schlimmen Thematiken oder so. Es war wirklich einfach mit allen Leuten dort eine sehr schöne Zeit gewesen. Und
das war lässig, weil sie hat, ja, ist sehr gut befreundet mit der Regisseurin, mit der Tina. Und das hast du irgendwie gespürt, dass das so ein Vertrauen da war und eine sehr grosse Nähe und einfach die Freundschaft. Und ich habe nie das Gefühl, dass es negativ beeinflusst hat, sondern eigentlich immer positiv. Und es könnte ja auch die andere Richtung gehen, das weiss man ja nie, wenn man noch nie vorher direkt so zusammen geschafft hat. Aber es ist das Vertrauen, es ist eine extreme Herzlichkeit bei diesem Projekt. Sehr viel Herz war rum. Sehr persönlich auch. Und das hat mir extrem gut gefallen. Wien an sich. Einfach Wien an sich. Ich glaube, der Prater hat mir am besten gefallen. Der Rummel einfach, was der gibt. Und ich habe halt auch immer wieder Besuch bekommen von Freunden. Und dann bin ich halt immer mit ihnen auf dem Prater, weil mein Hotel schon direkt am Prater war. Und das war das Geilste. Ich bin wirklich so viel dort auf die Achterbahn gegangen und so. Das war meine beste Zeit in Wien. So, wirklich. Braucht man nicht immer Romcoms? Also, ich meine, es ist etwas extrem Schönes. Ich kenne es von mir, teilweise, wenn ich anstrengende Tage hatte und mich mit viel auseinandergesetzt habe, ist bei mir vielleicht nicht gerade ein Romcom, weil ich schaue dann eher Actionfilme. Das ist dann auch so, oder so Abenteuerfilme oder so, oder irgendwie Fantasyfilme, das lenkt mich irgendwie ab und bringt mich in eine andere Welt. Und letztendlich ist doch das auch so ab und zu auch das Schöne, dass man sich selber ein vergessen kann, in eine Welt hineinträumen. Und dass es einem gut geht nach einem Film. Und ich glaube, ich war relativ vielen Filmen dabei, wo es nicht so gut geht nach dem. So. Meine Familie hat sich auch extrem gefreut, dass ich mal so einen Film mache und nicht immer nur so die schlimmen Filme. Und von dem bin ich extrem froh, dort dabei zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, Liebesfilme kann der Mensch immer brauchen. Die Welt braucht mehr Romantiker, die ihren Träumen folgen. Liebe kann man nicht suchen. Sie findet einen von ganz allein. Du hast mir gezeigt, dass man seinen Träumen folgen muss. So einfach ist das.